bei Halo 14 dafür. Das ist recht schmal und griffig und ich zeige euch mal, wie man es gut einbindet. Und zwar als erstes nehme ich mir ein Stück Schnur, ungefähr so 30, 40 Zoll lang, schneide mir das ab, dann mache ich einmal einen Knoten und zwar gehe bei den Knoten immer zweimal durch und starte im Endeffekt einmal mittig um das Piepseil herum. So. Dann schaue ich, ob die Enden auch ungefähr gleich lang sind und passe das noch einmal an. Immer noch nicht ganz. So. Zack. So. Dann mache ich das gleiche noch einmal nach unten. Zweimal durch. Dann habe ich es überhaupt schon mal richtig fest und es bleibt so auch in Position. Dann fange ich an und stecke es auf der einen Seite einmal durch. Zack. Und wickel mir hier ein kleines Stück nach oben. So. So. Oben angekommen. Stecke ich es wieder durch und überkreuze es und fange dann an, nach unten weiter zu wickeln. Zack. Gleiche auf der anderen Seite auch. Hier wieder wirklich nach unten. So. So, nun bin ich auf beiden Seiten unten und jetzt schlage ich zurück, mache wieder einen Knoten, der nach oben geht, um die Schnur wieder zur Mitte zum Piepseil zu finden. So, dann gehe ich noch einmal nach unten, gehe wieder doppelt durch, mache das, ziehe es wirklich noch einmal kräftig fest. Dann gehe ich wieder nach oben, wieder zweimal durch, lege es mir hier in die Rille rein. Die ist auch extra etwas breiter dafür, dass man das wirklich sehr, sehr fest dadurch ziehen kann oder festmachen kann. Und mein letzter Knoten ist ein Doppelknoten, oben drauf. Den ziehe ich einmal fest, schneide die kleinen Enden ab. Und würde jetzt einfach nur noch das Ende mit einem Feuerzeug angucken, so dass es oben drauf ist und zwar oben auch, weil Flamme geht und Hitze geht immer nach oben. Und deswegen finde ich es besser, das einfach nach oben zu machen, als statt es umzudrehen und auf der Unterseite festzumachen. Durch die Wicklung
kann man auf jeden Fall verhindern, dass das Piepset hoch und runter schwingt. Es bleibt also sehr super stabil hier in einer Position und kann die Sehne auf jeden Fall über die Zeit